Hallo, mein Name ist Jochen Kieferle. Gemeinsam mit Denis Foret, meinem Geschäftspartner, betreibe ich hier die Jolly Station Getränkeservice. Wir sind ein Getränkeabholmarkt und ein Lieferservice. Neben dem ganz normalen Getränkesortiment gibt es bei uns eine schöne Auswahl an Szenegetränken und eine kleine, aber feine Weinauswahl. Also das Gebäude hier wurde in den 50er Jahren als Wohnhaus und Tankstelle gebaut. Das war dann auch bis Mitte der 80er eine Tankstelle, die damals dann dem Verdrängungswettbewerb zum Opfer fiel. Und dann hat ein hier ansässiger Getränkehändler eine Filiale reingemacht, die dann 25 Jahre lang hier lief. Und seit knapp anderthalb Jahren betreiben wir das hier. Als überzeugte Südweststädter wurde der Getränkemarkt hier schon für uns zur Institution. Und als er dann geschlossen war, haben wir kurz entschlossen gesagt, wir machen den Laden hier wieder auf. In der Ferne sehe ich einen Felsen. Als ich näher heranwacke, sehe ich, dass es kein Felsen ist. Mitten zwischen den Buchen liegt ein gigantischer Kadaver. Allein seine Schwanzflosse misst 18 Schritte. Klar, dass da irgendwann was kommen muss. Im besten Fall eine leicht zu behandelnde Pilzinfektion, im weniger guten Fall ein Tripper, im schlechten Fall eine Schwellkörper- oder Darmfraktur, im totalen Scheißfall eben AIDS. Der Stricher hat vielleicht noch ein, zwei oder auch drei Jahre, vielleicht ein bisschen länger. Kassenpatient, bedauernswert und doch selber schuld. An seiner Stelle würde die Ärztin sich einen Haufen guter Drogenvorräte anlegen, solange das noch möglich ist. Die Krankenkassen lassen ja schon lange nichts mehr springen. Und wer krepiert denn gern auf Paracetamol? Also besonders auch auf das Gehirn.